Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News. Ja, viele von euch haben sich Beschwert? beschwert über die OP-SMG. Ich mich auch. Also Leute, seid ihr nicht allein. Ich habe mich auch ganz schön hardcore Also darüber beschwert. für die Leute, die ganze Zeit immer hier Shotgun. mit Shotgun und Pump und Double Pump und was weiß ich was gearbeitet haben, ja, für die war das eben der Hammer, als die SMG so einen Mega-Buff bekommen hat. Ja. Darauf hat Epic Games tatsächlich sofort reagiert. Also es hat jetzt echt nicht lange gedauert. Die neue kleine SMG kam raus und heute Nacht hatten die bereits ja, einen Nerf gemacht. Das bedeutet also, Heute Nacht, dass also heute 26.07. ja, ohne, also ihr müsst jetzt, es muss nicht extra geupdatet werden, sondern das ist ein Soft-Update gewesen, was im Hintergrund gelaufen ist. Und die ganzen Maschinen, Pistolen und so weiter sind jetzt Machine Guns, sind jetzt, machen jetzt nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Also es ist runtergegangen und die Treffergenauigkeit wurde auch herabgesetzt. Also sprich, die haben jetzt versucht, das wieder ein bisschen anzugleichen. SMG ist mit Sicherheit immer noch eine mega geile Waffe, aber jetzt nicht mehr so mega OP, wie es jetzt die letzten Tage der Fall Finde ich gewesen gut. ist. Vergleich, ich finde das nicht so gut, ich finde es gut. Ja, schreibt mal eure Vergleich ist Meinung ja dazu in jemand, den Kommentar. wisst ihr ja gleich, ist jemand, der im Nahkampf nur mit dieser SMG rumrennt. Na, ich hasse SMGs, ich hasse sie einfach. Seit diesem Kack-Buff, das ist so unnormal, wie krank OP diese Waffe war. Wir, die Leute, die Shotguns gespielt haben, das ist einfach vor allen Dingen dann in den Shotguns wurde ein Delay reingemacht, dass man nicht direkt bauen kann und switchen kann. Und bei den SMGs, die werden noch hochgepusht. Da denke ich mir, ey, vor allen Dingen bei der Pumpgun. Bei der Pumpgun noch ein Delay. Leute, ernsthaft. Ja, die Pumpgun da, braucht sowieso zu lang, so lange, um zu schießen. Dann muss man da auch noch ein Delay reinklatschen oder was. Dass die Waffe anscheinend noch fast noch aus dem Spiel ja, sich rauslöscht. Ja gut, da kommt natürlich noch mit hinzu. Habe ich auch in einem anderen Kommentar mal gelesen. Muss ich auch ehrlich gesagt schon zustimmen. Bin ich voll und ganz dabei. Ja, früher gab es dann die Goldene Scar das erste Mal, ja, und er hat auch teilweise 100 Standardschaden gemacht, ja. Da haben sich die Leute auch nicht beschwert. Die haben auch nicht gesagt, oh, krass, neue Waffe ist total krasser Scheiß. Sondern da war jeder happy und dann kamen halt die SMGs und haben sich die Leute beschwert. Naja, gut. Kann ich Epic verstehen. Games hat darauf reagiert und die Dinger sind immer noch stark. Aber nicht mehr so krass OP, wie es vorher der Fall gewesen ist. Das wollten wir euch nur kurz als News mitgeben, ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss!